Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, Letzte Weihnachten wurde ich krank. Ich bin fast gestorben. save me from tears. Ich sag's nicht, weil die Leute sonst komisch werden. I'll give it to someone special. Aber ich glaube, bei dir ist das anders. Well, I guess it would be nice. Mom! Kein Anruf, kein Twitter. Ja, okay. Du hast ein Telefon, du kannst mich ruhig mal anrufen. Ich mache mir Sorgen um dich. Und, wie klappt's mit der Diät? Sie isst nur Müll. Trainieren Sie wie besessen? Ganz und gar nicht. Alkohol? Hin und wieder. Sie trinkt wie ein Loch. Weinchen? Ich dreh durch. Jenna, hey, ich bin's. Ich muss heute Nacht irgendwo schlafen. Hey, du, das ist mein Weihnachtself. Ein Nichtsnutz, der alles lieber macht als arbeiten. Klingt nach mir. Mm. Man könnte ihn auch die fürchterlichste Weihnachtself-Enttäuschung nennen. Cause I gotta have faith. Was gibt es denn da zu sehen? Ziemlich ungewöhnlich, so ein Vogel in der Stadt. Ah, verdammt! Das heißt, das bringt Glück? Ein Scheiß bringt das. Oh yeah. Du hast dein Leben weggeworfen. Du arbeitest in einem Weihnachtsshop. Ja, aber das ist nur ein Nebenjob. Ich bin kein Karriereelf. Mein eigentlicher Plan ist, ich werde eine berühmte Sängerin. Last Christmas gave you my... Fantastisch, fantastisch. Oh, tut mir leid. Nein, nein, nein. Das war echt scheiße. Du, schon wieder. Ich bin Tom. Sag mal, verfolgst du mich? Sind Weihnachtselfen immer so zynisch? Ja, schonungslos. Dies sind dunkle Zeiten. Dann komm lieber mit mir. Oh. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voll serienkillermäßig rüberkommst? Naja, nie mehr als einmal. Ich habe den Spaziergang sehr genossen. Ich auch. Ihre Sweet Madame. Tada! Na, das wird sich richtig gut auf mein Sexleben auswirken. Seit du wieder da bist, habe ich das Gefühl, dir ist alles egal. Ich bin so kaputt. Als ich krank wurde, fühlte es sich an, als hätte ich was Besonderes verloren. Ich konnte richtig gut singen. Ich hatte so viele Träume. Aber jetzt habe ich nur noch Angst. Ist doch okay, das ist normal. Wieso ich? Weil du es immer sein solltest. Wir haben solches Glück, dass wir leben. Ich mag diesen Mann. Was jetzt? Wie war's zu Hause? Die Hölle, Mom, hat mich in den Schlaf gesungen. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, bei dem in den Schlaf gesungen klingt wie Waterboarding. Babe, that is Babe.